Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Against. Alle Wege führen nach Rom. Mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow, und ich bin natürlich nicht der Einzige, der versucht, ein Rom zu erobern. Einer von uns, er hat sogar schon zwei, das ist der Mr. Murb, ich grüße dich. Ja, hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, aber ich habe das eine noch nicht fest. Ja, könnte aber bald das zweite werden. Schau mal. Der andere, der noch versucht, ein Rom zu finden oder seine innere Ruhe, das ist der Legendary Marvin, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ich grüße dich. Servus, alle Mann. Ja, und du hast jetzt Berg angegriffen, ne? Ja. Schaut, dass ich die Provinz freilasse, die das Zentrum hält, und dann schaue ich, ob ich es vernichten kann. Möchte gerne die Reformation im Keim ersticken. Lass mal beide laufen. Klappt. Da hatte ich nicht wirklich Glück. Ja, lauf weiter. Gut, dann mache ich die Pause raus. Weil jetzt fängt nämlich der anstrengende Part des Krieges an. Die Friedensverhandlung. Guck mal, die Mamelucken stehen mit der ganzen Marie da oben in Iskenderun. in Iskodra. Hä? Was? Achso, ja. Sorry, nicht Iskenderun. Oder? Ist es nicht, ne? Ist nicht, ne. Die Ottos haben tatsächlich noch die Hauptstadt der Mamas belagert. Ey, die müssen jetzt schnell einen Frieden machen. Da ist Iskenderun. Oh, aber das können die doch nicht schaffen. Eieieiei. Die Ottos kriegen am Ende gleich noch einen Frieden mit den Mamas. Bin ich dagegen. Das ist auf jeden Fall ungut. Aber du hältst doch dein Kriegsziel, oder? Nein, das ist das Problem. Ich habe das falsche Kriegsziel angegriffen. Welches ist denn dein Kriegsziel? Antep. Ja, das ist fast schon Syringen. Antep ist natürlich ein geniales Kriegsziel für dich. Ja, also das ist halt das Dämliche. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Anspruch auf Antep habe. Ich wollte eigentlich es mir einfach machen. Du hast einen Anspruch auf die Provinz, das ist ja ein Ding. Ja, Kotor. Okay. Ich wollte eigentlich Kotor eigentlich machen, aber ich habe dann in der Aufregung und wahrscheinlich auch wegen der Hitze das Falsche mal wieder gewählt. Das ist jetzt muss ich es halt ausbaden, ne? Wenn es Mamelucken belagern, dann dann verlieren wenigstens die Osmanen den Vorteil, dass sie es halten. Aber sie halten es momentan noch. Ja, ich gehe da auch hin, aber es hat auch zum Glück keine Festung, deswegen bin ich da momentan eigentlich noch guter Dinge. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal mich... Oh, mein Herrscher ist gerade gestorben. Reichsregentschaft ist am Start. Na toll. Ich hab dich das ja noch nicht so oft gefragt, aber willst du mich heiraten? Gerade eben nicht so richtig. Gerade eben möchte ich einfach niemanden heiraten. Ich könnte das jetzt mal gebrauchen, dass ich eine PU mit Litauen bekomme. Die haben momentan keinen legitimen Nachfolger, aber der Typ ist halt auch erst 18. Kann der nicht einfach krepieren? Genau, ich mache gerne viel, viele Dinge mit dir, aber eine Personalunion ist einfach nicht das Richtige im Moment in meinem Leben. Jetzt muss ich meine olle Legitimität hochschrauben. Hier laufen katholische Fanatiker rum. Was passiert denn, wenn die das Glaubenszentrum belagern? Aha, wir haben eine Königsgemahlin. So, und bald endet auch unsere Waffenruhe hier, ne? Und dann fliegen aber die Fritten hier. Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Hä? Das wollte ich doch gucken, ne? Egal, was ich mache, ist es eher ungünstig. Böhmen möchte eine Staatsehe. Ja, jetzt gerade eben nicht so. Gerade ist schlecht mit Staatsehe. Rufen Sie nächste Woche wieder an.
Warum müssen da 35.000 von denen hier rumlaufen? Ich finde das nicht gut. Warum ist meine Flotte auf dem Meer? Seid ihr dumm? Warum seid ihr nicht auf dem Land, wo ihr hingehört? Genau. Schön auf dem Parkplatz. Im Moment, wo du dich fragst, Admiralität, ihr wollt wohl, dass wir den Krieg verlieren. Entschuldigung, dass ich da eben gerade zweimal an mein Mikro gestoßen bin. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Es könnte sein, dass ich jetzt hier ordentlich aufs Fressbrett bekomme. Oh, da muss ich gucken. Moment. Es gibt, glaube ich, keine Zauberformeln, die mich jetzt hier noch retten können, ne? Experiamus! Oh, er würfelt halt aber auch wie ein junger Gott und ich würfel halt zweimal in Folge eine Null. Also wenn die Ottos was können, dann ist das Achterwürfeln. Ja, das war ja mal gerade eben echt einfach nur erbärmlich und lame und einfach nur unsportlich und gemein. Ich laufe aber auch zum Glück ja auch nur ein Feld weg, wisst ihr? Oh, damit er nochmal wipen kann hinterher, oder was? Den Eindruck habe ich auch und ich kann mich jetzt gerade eben nicht mehr bewegen, weil sie keine Moral haben, die Alten. Oh, bist du über den Bosporus drüber? Ja, ja. Autsch. Aua. Aua, aua, aua. Das kriegt er mich sogar noch, so wie es aussieht. Boah, ey, das war so eine Millisekunde. Wisst ihr, so eine Millisekunde. Obwohl er halt echt fette Mali hat. Also der hat jetzt hier gerade eben echt Truppen eingebüßt. Aber der wiped mich dadurch eigentlich nicht. Nee, das tut er nicht. Der Merp will das We Bled for This Achievement haben, ne? Als wenn du halt, wenn beide Seiten in einem Krieg über 1 Million Verluste gemacht haben. Hm. Ja, aber das kriege ich glaube ich hier nicht. Die Frage ist halt, ist es das halt wert? Hä, wo ist er denn? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, der hat oder vielleicht hat er versucht, das zu kriegen, ne? Das Krasse, es sieht für mich nach wie vor so aus, als ob der wirklich den Frieden mit den Mamas will. Der carpetet jetzt hier unten mit so Mini-Stacks, ne? Kurz mal Pause. Ja, vielleicht nicht so. Ich bin echt im Überlegen. Ich muss mir das gerade mal anschauen, ob ich jetzt hier schon einen Frieden machen soll. Mhm. Weil ein Fuß jetzt einfach auf der Dingens haben, wäre kein Fehler für mich. Es ist halt blöd gelaufen mit Antep, ne? Ah, ich lasse nochmal kurz mal ein bisschen laufen. Noch ist der Krieg nicht verloren. Das Einzige, was ich halt nicht verstehe, ist, warum halt jetzt der Dingens, der Österreicher jetzt halt nicht versucht, ein bisschen mehr Land zu erobern. Das geht mir einfach nicht runter. Das nervt mich gerade eben so ein bisschen. Es sind 3 Reformationszentren im Reich momentan, ne? Ja, aber ich komme an keins wirklich hin. Außer das in Braunschweig in ein paar Jahren. Jetzt entstehen hier osmanische Partikularisten. Oh, da fällt mir übrigens was ein. Da. Ne, der ist okay, aber ich glaube, den hier, den brauche ich nimmer. Mal, wie viel haben wir hier gerade? Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ach, ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp.
Das war jetzt gerade wieder teuer. Was Machtpunkte angeht. Ja, jetzt Österreicher, jetzt komm doch mal rüber. Wir sollten mal über den Bosporus rüber. Also einfach mal außen rum. Das wird so nix da drüben in Griechenland rumrennen. Hey, sag mal, Ria-san, bist du doof? Ach, Ria-san hat ja gerade 20 Dukaten gespendet. Was ist denn los mit denen? Haben sie dir gespendet oder wem? Nee, die haben dir gespendet. Echt? Die haben dir 20 Dukaten gespendet, Junge. Ja, dann sag ich mal, nette Leute, ne? Oh, ja, Gott. Ja. Wie geil, ey. Was ist das? Wieder mal in eine Schlacht reingelaufen und frage mich gerade eben. Jetzt aber, wie viele Nuller kann man eigentlich würfeln? Ohne Witz, wie viele fucking Nuller kann man würfeln? Das ist einfach nur lächerlich. Gegen die KI leider sehr, sehr viele. Ich ziehe mich hier gerade eben erstmal wieder zurück. Pause. Ja, weil sich jetzt hier natürlich meine Verbündeten leider benehmen wie die letzten Ochsenfrösche und nicht wie Armeen, muss ich jetzt mal schauen, wie ich das jetzt hier hinbekomme. Der wäre immer noch dazu bereit, das zu tun. Geld kann ich denn da noch rausboxen? Cool, ein Dukaten. Egal, ich mach's. Ich habe ein Land bekommen, der Österreicher hat ein Land bekommen. Akzeptiere die Situation, wie sie ist. Lass mal weiterlaufen. Ich mache meine Kriegsandrohung an die Ottos, sie sollen Konstantinopel rausrücken. Sie haben jetzt keine Truppen mehr. Oh, das glaubst du. Nee. Die haben sie noch eine Menge. Sie haben noch 69.000 Mann. Alter. Das ist halt so krass, ne? Du führst halt Krieg gegen die, ne? Und denkst, normalerweise müssten die Truppen verlieren während des Krieges, aber nee, die kriegen noch mehr. Ja. Irgendwie. Du haust, aber es ist, Entschuldigung, saublöder Spruch, aber, ne? Du haust halt einen platt und es kommen zwei neue, ne? Also bei denen hast du echt das Gefühl, das ist echt so. Die Troller hier. Ich glaube. Berg entlässt Lippe und Trier die Unabhängigkeit. Uiuiui. Berg beendet die Vassalisierung von Kleve. Ja, ich hab sie einfach klein gehauen. Soll ich auf 3 machen oder bist du noch im Krieg drin? Ich bin raus. Kannst du mir. Ne, sind beide raus, ne? Gerade, ja, oder? Ja, da kommen da mal 3. Ah, ist gut. Bauern hier, so geil, moskauische Bauern in Pleskau und sie kommen halt nicht dran. So witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass die da jetzt rebellieren. Dass Köln, obwohl sie ein Zentrum haben, ums Verreck nicht konvertiert. Das heißt, man kann es ihnen gar nicht wegnehmen. Mhm. Oh, ich muss übrigens noch hier ganz dringend das hier machen. Und ich muss ganz dringend noch das hier machen. So, das Wichtige ist, dass ich jetzt endlich wieder einen Fuß drüben habe in Griechenland. Naja, knapp an Griechenland, Kataro halt. Das heißt sogar, dass ich nochmal einen weiteren Trupp rekrutieren kann. Ich mach mir immer Sorgen, wenn der Günner anfängt zu summen. Ja. Chabo, Alter. Chabo, Junge.
Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, jetzt muss ich hier Truppen rüber verlagern. Ich glaube, ich habe gerade meine Kaiserwahl ruiniert. Vergessen, dass man 3 Reputation verliert, wenn man seine Personalunion integriert. Drei Diplorep verlierst du? Naja, für 10 Jahre. Für die PU? Ist das genau, warte mal, wie viel verlierst du bei der, ja genau, ist wie beim, ja, annektierte Untertanen, ist wie beim Vasallen, ne, jo. Eieieiei. Paula, du musst jetzt 65 werden, hast jetzt Pech gehabt. Das wird ihn sicherlich belasten. Boah, das Spiel, ey, ohne Witz. Das Spiel ist gerade eben ganz groß darin, aufgrund dessen mir richtig Probleme reinzudrücken. Ich hatte so eine hohe Stabilität von 3, aber trotzdem bekomme ich die ganze Zeit irgendwelche negativen Events, wahrscheinlich wegen der niedrigen Legitimität. Wir haben noch 2 Jahre Zeitalter der Entdeckung, sehe ich gerade. Mhm. Sweet. Aragorn erhebt Ansprüche. Oh. Aber die sind doch noch Juniorpartner. You don't say. Sind doch miese kleine Juniorpartner. Boah, ich bin echt gespannt, wenn man die Ottos vertrimmen kann, aber ich glaube, die haben ja auch gerade ein goldenes Zeitalter, ne? Das macht sie nochmal stärker. Bin mir aber nicht ganz sicher. Klar, warum nicht? Oh nein, Spiel. Oh, you no serious. Are you? Warum freue ich mich gerade? You don't say. Okay, gut, der ist okay. Das Spiel fand es nur gerade lustig, mir meinen 100 Armee-Traditionsgeneral zu killen. Hätte es wenig gehabt, wenn ich ihn nicht eingeredet hätte. Also, ich hätte ihn eh nicht, wenn ich, genau, da hast du vollkommen recht. Also. Das halte ich dir fürs Man in dieser Kampagne. Ja, ja. Auch wenn er jetzt schon tot ist, ist mir egal. Ja, da hast du recht. Wie viel Loyalität hat der? 66? Okay, pass mal auf, wenn wir das Ding da machen, dann kriegen wir halt Missionarsstärke. Da können wir mal anfangen, den ganzen orthodoxen Ramsch hier zu konvertieren. Orthodoxen Ramsch, oh Gott. Aber lass die Orthodoxen das nicht hören. Jo, machen wir. Machen wir safe. Alter, warum? Habe ich übersehen, dass ich dadurch eine diplomatische Beziehung verliere, oder was? Hä? Warte mal, Moment mal kurz. Ich glaube, das hatte das direkte Auswirkungen deswegen, oder kriege ich dadurch irgendwie einen Bonus auf die... Ich weiß nicht, irgendwas vergesse ich hier. Egal. Wo ist mein... Da, Chiswick. Fresh Horses. Okay, los geht's. Ich habe das Gefühl, dass die Ottos aber tatsächlich sogar gegen die Mamelucken einen weißen Frieden gemacht haben. Die waren, glaube ich, auch einfach nur froh, dass es vorbei ist. Okay, stopp, hier stimmt irgendwas nicht. Ich kann meine Armee nicht bewegen, weil... Genau wegen dir, alles klar, danke. Und... Kann ich das jetzt machen? Ja, kann ich machen, ne? Okay, und dann machen wir... Eroberung von... Pleskau.
Oh nein, Riazan, du machst ja echt mit. I can't help, I can't help. Warte mal, und kann ich hier nicht sagen... Nee, willst du nicht, ne? Ach, what a shame, what a shame, what a shame, what a shame. Ah, du hast die gleiche Dynastie, ne? Auch noch, okay. Jo, mach das und mach das. Wir nehmen die mit, ne? Jo, komm, ist immer besser, ne? So. Antacke. Und los geht's. Los geht's. Könnte man meinetwegen eigentlich doch gerne auf 2 runtergehen, weil ich bin auch gerade in einem Krieg. Mit Goslar. Und diversen anderen. Ich glaube, ich ziehe den hier gerade eben nochmal ab, das mache ich später. Andere Dinge zu tun, wie ich gerade realisiere. Ich habe nämlich vor, jetzt jemanden zu vasalisieren, indem ich ihn erstmal ein Bündnis anbiete. Oh, Diplo-vasalisieren? Interessant. Unterschätze nicht, dass das immer schwierig sein kann, wenn du, weil die Entwicklung von denen meistens sehr, sehr stark damit eine Rolle spielt. Ja, zu groß und zu schnell. Das, genau das wollte ich noch sagen. Was hast du gesagt? Sorry, was? War gerade abgelenkt. Zu groß. Sekunde, wir pausieren das kurz. Der Marvin sagt das gerade in der Zeit, wenn ich gucke kurz was, ne? Die Entwicklung, man muss halt aufpassen, dass es nicht so groß und mehr hat er nicht gesagt. Achso, das sind 3 Provinzen. Im Vergleich zu meinen. Also um wen geht's denn? Es geht um das Herzogtum Perugia. Perugia. Perugia, ja. Das I steht da übrigens deswegen, weil normalerweise das G, wenn darauf ein A folgt, auch wie ein G gesprochen wird. Aber es wird wie ein J gesprochen, wenn darauf ein I folgt. Und damit man das Perugia aussprechen will, weil die Silbe ist ja eigentlich Ja, steht ein I zwischen dem G und dem A. Sprache halt, ne? Ja, ich hätte auch, meine Frau hätte mir das wahrscheinlich auch gesagt, weil die hat Italienisch gelernt, aber ich bin ein Banause. Cool. Ich bin einfach ein Banause, was das angeht. Ich habe nicht mal Französisch gelernt, weil ich zu dumm dafür bin. Je ne parle pas fromage. Das Lustige ist, dass ich für Latein eine deutlich größere Begeisterung aufbringen kann, obwohl ich es auch nie gelernt habe, halt außer das, was man halt im Studium gelernt hat. Und habe ich festgestellt, dass es wäre, glaube ich, also nicht unbedingt schulmäßig, aber so hobbymäßig wäre das, glaube ich, schon ganz cool. Mhm. Aber dasselbe denke ich mir auch über Spanisch oder Portugiesisch oder Russisch oder Chinesisch. Es wäre cool, mit Betonung auf wäre. Ach komm, lauf direkt da runter. So, noch ist es nicht Winter. Das heißt also, wir können die Festungen in Russland belagern, ohne dass wir erfrieren. Auf nach Moskau. Hm. 1250 Mann mehr Manpower, wie kann ich da verlieren? Gegen wen kämpft ihr eigentlich gerade? Moment. Gegen diverse Reichsstaaten. Ah, Marvin kämpft hier gegen Goslar. Das ist natürlich... Wenn sie mich nicht wählen, dann schlachte ich sie wenigstens ab. Das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Mhm. Pass auf, der Kleine hat einen fiesen linken Haken, du. Du, die anderen Verbündete, so ist das nicht. Ja, schon klar. Naja, das klingt okay. Bloß erstmal so witzig, ne? So.
Ja, man hat gegen so einen wir viben den. Ja. Geil, ey. Alter. Ich krieg grad so einen harten. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Also einen harten Freudenanfall. Wollte ich sagen. Entschuldigung. Und da haben wir schon den ersten Reichsfürsten zurück in die katholische Front gebracht. Ah, du machst gerade solche Späße. Er muss es machen als Kaiser, sonst wird das kein Spaß, das Reich weiterzuspielen, ne? Ja, aber dann bin ich nicht mehr Kaiser. Muss nur Paula sterben, dann ist das auch vorbei. Mein Junior ist 10. Wann kann der das übernehmen? 16. 16, oh Gott. Naja, in der Zeit geht wenigstens ein bisschen aggressive Expansion runter, ne? Ich bin mal ganz kurz AFK. Nur lässt einfach weiterlaufen, passt schon. Offenbar ist sein Krieg relativ einfach. Ich glaube, er will dem Feind eine Chance geben. Kämpft hat schon wieder gegen Moskau. Alter, das ist so krass, ey. Ich glaube, ich bin noch nie während einem Krieg AFK gegangen. Wir haben gerade einen Scherz drüber gemacht. Mein Handy ist fast leer und mein Ladekabel liegt im anderen Zimmer. Wir haben gerade schon Scherze drüber gemacht, Gunnar. Ja. Der Standardscherz wäre ja, greift ihn an. Nee, Marvin hat bloß gemeint, dein Krieg muss sehr langweilig sein. Yes! Alter, der ist gut. 4-5-2-1, das ist echt ein guter General. Der ist viel besser als mein Kaiser. Dann ersetz ihn doch einfach, den Kaiser. Ja, ich glaube auch, ey. Aber mein König. Ja, sorry, mein Kaiser. Er ist eigentlich mein König. Mein Kaiser, er ist mein König. Hat der Günner schon sehr viel vor, so wie es aussieht. Von mir aus können wir dann auch wieder auf 3 gehen, es sei denn, Marvin. Ah, ne, du führst noch Kriegen, ne? Naja. Ich kämpfe mit der geldfordernden Funktion, die immer noch nicht so richtig funktioniert. Das wird echt noch spaßig, je nachdem, wer dann nachher welche Religion annimmt. Junge. Ich habe eine Adelsfehde, oh Gott, haut ihnen einfach auf die Finger. Das. Keiner mag sie. Adelsfehde ist auch ganz schöner Pain auf jeden Fall. Mhm. Was, wer blockiert denn da meinen Hafen? Achso, der hat den... Jo, ist klar. Ja, dann blockier halt mal. Alter, der hat 6 schwere Schiffe. Wer kann, der kann. Ich kann offenbar. Im Weißen Meer. Moskau mit 6 weißen Schiffen. 6 weißen Schiffen. 6 schweren Schiffen. Wer weiß, vielleicht sind sie weiß. Na also. Sie berichten vom Ende des Bauernkriegs in Moskau. Na Halleluja, dann ist das ja gerade rechtzeitig fertig geworden, ne? Ach, guck mal, die Litauer wollen das auch haben. Das Gemeine ist halt echt, dass ich keine Kriege erklären kann. Ich finde das voll gemein. Sag mir, wenn ich auf Dreifache gehen kann, ne? Von mir aus jederzeit. Von mir aus auch, der Krieg ist nicht mehr so wild. Ich gammel jetzt sowieso bloß so eine Weile hier noch rum, ne? Boah, Frankreich. Einmal könntest du doch mal mir ein bisschen Gefallen schulden, ey. Ich bin mit Frankreich schon gefühlt 1000 Jahre im Bündnis und was haben wir? 7. Du hast zu wenig Truppen, deswegen kriegst du da zu wenig Zuwachs. Die Franzosen haben einfach so viel mehr Truppen als du. Mhm. Eindruck oh, hab ich auch. Zeitalter der Reformation. Okay. Da habe ich ja mäßig Freunde dran. Uns goldene Zeitalter. Hey, ich habe sogar ein Ziel erfüllt. Ich noch nicht. Besitzt alle Provinzen eurer Kulturgruppe. Das könnte anstrengend werden. Ja, das ist eines der interessantesten Ziele, weil es rangiert halt von lächerlich bis zu unmachbar. Ja. Irgendwo dazwischen. Venedig wird gerade eben verdroschen und erhebt gleichzeitig noch Ansprüche. Das nenne ich Optimismus.
Ich finde es so dämlich, dass ich halt Karten stehlen kann und dann kann ich es halt doch nicht. Wisst ihr, so dieses. Weil keine Truppen daneben sind. Keine benachbarten Truppen ist dann normalerweise das Problem. Ja. Ist ein bisschen seltsam. Meine Hauptstadt wird jetzt gerade von einem Zentrum konvertiert. Geil. Also für mich, nicht für dich. Kleiner Fun Fact zu Reformationszentren, was auch viele Leute nicht wissen. Die Geschwindigkeit, mit der sie konvertieren, hängt von der Konvertierungsstärke gegen Heretiker der Nation ab, dem es gehört. Warum auch immer. Interessante Konstellation in jedem Falle. Ich brauche mal hier einen Diplomaten. So, ich habe die hab Perugia vasalisiert. Grats. Thanks a lot. So, ich hätte jetzt hier einfach gerne, dass du mal dein Bündnis mit Moskau beendest. Und dann darfst du mal die Rivalität mit Genua beenden. Und das reicht mir eigentlich schon. So. Bin ich ganz froh, die da als Kann ich sogar noch zwei weitere Truppen haben? Verbündeten zu haben, aber. Oh, wir müssen übrigens die Folge beenden. Wir sind wieder bei 32 Minuten, wie ich Oh gerade ja, dann, feststelle. dann habt ihr das ja, haben wir das ja gut getimed. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder und bis dann sage ich erstmal dann macht's gut, Pax Vobiscum, Valete und tschüss. Tschüss. Sehr gut.